Still sein. Ein herzliches Willkommen. Wobei ja meine Kollegin, die liebe Monika Keil, schon immer sagt, dass herzlich willkommen ein ganz blöder Spruch ist. Aber ich finde, den Zuschauern und Zuhörern ein herzliches Willkommen zu sagen, finde ich, mir gefällt. So. Also. Allen zusammen, inklusive Monika Keil, die heute Gast bei mir ist, ein herzliches Willkommen. Wir haben uns heute an dem wunderbaren Dienstagmorgen um 10 Uhr zusammengetan und bei uns geht es heute um die Online-Meetings. Wir alle sind nahezu gestraft mit einer Vielzahl von Online-Meetings. Und wir wollen heute mal mit einer Expertin in das Thema einsteigen. Ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen, Monika, als Expertin für merkwürdige Online-Meetings. Hallo und ein herzliches Grüß Gott an dich. Ja, danke schön, Ute, für die tolle Einladung. Doch bevor ich mich jetzt anschließe und mich noch mehr bei dir bedanke, tja, möchte ich jetzt gleich einmal unsere Teilnehmenden einladen, die mit und zuschauen. Normalerweise sind wir gewohnt, bei LinkedIn Live natürlich nachzuhören und nachzulesen, oder? Damit es dir aber leichter fällt, wenn du jetzt schon live dabei bist, dann möchte ich dir etwas mit auf den Weg geben, bevor wir in unsere Reise von Analogistan nach Digitalien genauer einsteigen. Jawohl. Also. Warte mal, lass uns kurz unsere Gäste begrüßen. Mhm. Wir haben nämlich heute Morgen die ersten Besucher hier an Bord. Ein herzliches Hallo an den Sascha aus der Schweiz. Mhm. Die Diane Putz aus Österreich hat uns besucht. Die Nina Straß-Wasserloff, auch aus Österreich, ist bei uns. Und der Thomas Mackenstein sagt uns ein Servus und einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen euch allen. Liebe Monika, du hast das Wort. Dankeschön. Ja, danke für eure Zeit und dass ihr live dabei seid. Also dann an die Live-Dabeiseier. Ja, nehmt euch vielleicht ein Blatt Papier, das ihr irgendwo herumliegen habt, oder seid ihr eher diejenigen, die digital mitschreiben wollen. Dann lade ich euch jetzt ein, nehmt ein Blatt Papier und einen Stift und nehmt drei Punkte mit, die euch jetzt durch die Stunde mit uns begleiten. Wenn du das, was du hörst, wenn dir das gefällt, dann mach dir doch einen Punkt auf dem Blatt und schreib, das merke ich mir. Oder dann gibt es vielleicht noch einen weiteren wichtigen Punkt, nämlich, was nützt es mir? Und dann kommt das böse Wort, da habe ich, glaube ich, gestern schon mit dem Thomas ein bisschen darüber diskutiert. Kennt ihr das? Das werde ich tun. Und diese drei Punkte, wenn ihr euch die vielleicht so heute jetzt ein bisschen mitnehmt und mitschreibt, ja, dann habt ihr vielleicht schon eine schöne Erinnerung an das, was jetzt kommen mag. Und das wäre jetzt mal mein Einstieg. Das ist ja wunderbar. Herzlichen Dank. Richtig schön geklappt. Das ist schon ein Techniknutzen für unsere Zuhörer. Mhm. An der Stelle, liebe Monika, möchte ich natürlich erst einmal, dass unsere Zuseher, Zuseherinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, Teilnehmenden, ich bin ja eher für die Teilnehmer, aber egal, dass die ein bisschen mehr von dir mitbekommen. Mhm. Die erste Frage von mir an dich, was ist deine Lieblingsfarbe? Rosa. Rosa, gut. Dein Lieblingsessen? Oh, jetzt auf die Schnelle Nudeln mit irgendeiner Soße. Weil jetzt weißt du auch, warum wir das nicht vorbereitet haben. Gut. Was machst du für gewöhnlich am Freitagabend um 20 Uhr? Ich lese fast immer im Bett irgendein Fachbuch, Sachbuch, lass mich inspirieren und setze dann eigentlich meistens gleich irgendeinen Punkt um. Dazu müssen unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, unsere Teilnehmenden wissen, die liebe Monika ist ein Early Bird.
Die steht ganz, ganz früh auf und ist eine Lerche, ne? Wenn man die Nachtigallen und die Lerchen vergleicht, dann bist du eine Lerche. Ja. War das eigentlich schon immer so? Nein, also früher mal war ich genauso wie alle Jugendlichen, nämlich lange schlafen. Das hat einfach dazugehört und dann erst natürlich in den Tag starten. Aber jetzt finde ich es einfach super, wenn man ja entspannt in den Tag hineinklingt, schon ein bisschen so mit den ersten ja, Gedanken spielt und dann den Tag gut nutzen kann. Das ist mir Super, einfach wichtig. super. Nächste Frage. Bist du eher ein Seeurlauber oder ein Bergurlauber? Oh, mein Sternzeichen ist zwar Steinbock, aber ich bin diejenige, die gern am Meer ist, am See oder wo auch immer. In die Berge bringt man mich selten, außer es gibt ein sehr reizendes Ziel dazwischen. Aha. Und bist du ein Strand- und Sonnenfreund? Ja, mittlerweile aber schon verbringe ich die Zeit eher lieber im Schatten. Super, Das genau, Bad wegen so den geht es. Falten, ne? Ja, klar, so geht es mir auch. Was glaubst du, das ist harte Arbeit, bis man so weit Wobei online ist es ja super, weil mit der Kamera, mit der optimalen Kamera macht es natürlich auch einen schönen Weichzeichner. Ja, ganz genau. Greifen da auf sämtliche Tricks zurück. Ja. Meine Liebe, was ist unser erstes Geschenk, das wir für unsere Zuschauer dabei haben? Magst du mit unserem ersten Punkt einsteigen, Monika? Gerne. Und da möchte ich dich und euch ein bisschen auf die Metaebene nehmen. So ein bisschen von oben herab betrachten. Da habe ich meine Entschuldige. Eule. Ja, eine Eule mit dabei. Die hat da so ein paar Geschenke mit dran, die wir heute auspacken werden. Und ich glaube, wenn wir jetzt reflektieren, haben wir zwei Dinge schon gemacht. Du hast mir Fragen gestellt. Aha. Zu Beginn ein bisschen etwas Persönliches verraten. Und wir haben mit einem Folder die Teilnehmenden auf eine Reise mitgenommen. Das heißt, Genau. zwei Punkte waren gerade bei dem ersten schon dabei, was normalerweise so der Klassiker ist. Wie erhöhe ich denn die Aufmerksamkeit? Ja. Das ist einer unserer ersten Punkte. Weil, schauen wir mal, ob man es noch Nein, sieht. ein bisschen, So. jawohl, so sieht man es gut. So sieht man es, glaube ich, ganz gut. Weil wenn wir auf so Jawohl. eine Reise gehen, oder? Wie ist das denn da? Wir Ja, fahren da braucht wohin, man Gepäck. oder? Brauchen wir Gepäck. Und wenn ich zum Beispiel zu dir nach Nürnberg fahre, dann kann ich mich entscheiden, zu fliegen oder mit dem Auto zu fahren. Ich könnte es lang und gemütlich angehen und mir vielleicht die Landstraße vornehmen, dann sehe ich ein bisschen was von der Umgebung. Oder ich will schnell zu dir und will auf die Autobahn. Und genau um das geht es eigentlich. Zum Beginn einfach die Teilnehmenden mitzunehmen und die Aufmerksamkeit zu wecken, sozusagen ein bisschen etwas zu inszenieren und nicht gleich mit dem Thema hineinstarten. Das Gut. ist das, was ich gerne schon einmal zu Beginn mitgeben möchte. Sehr schön. Wunderbarer Tipp am Anfang. Ich möchte den Andreas Rietz willkommen heißen. Guten Morgen, Andreas. Und die Diane schreibt uns, haha, deswegen wohnst du im Flachland, dem guten Morgenland. Richtig. Das ist wohl wahr, das ist ein sehr humorvoller Einwurf, liebe Diane. Das darf ich kurz etwas erzählen? Natürlich. Weil du das sagst, Diane, ich habe ja damals in meiner vormaligen Zeit habe ich in einem Konzern gearbeitet und war für drei Bundesländer zuständig. Unter anderem für Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Und meine Tiroler Vertriebsleute wollten mich immer auf den Berg hinaufschleppen. Es ist ihnen in den 3 Jahren nicht gelungen, dass ich hinaufgegangen bin. Gut, das ist wunderbar, Monika. Sehr schönes Stichwort, weil dann machen wir gleich noch einmal einen Abstecher in deine Vergangenheit. Was sind deine Wurzeln? Woher kommst du beruflich? Und wie hat sich dein Thema
die merkwürdigen Meetings entwickelt? Tja, natürlich, aus Erfahrung wird man doch immer klug, oder? Mhm. Bei mir ist es wirklich so gewesen, ich komme aus der Versicherungsbranche, also ich bin nach der Schule, nach der Handelsakademie gleich in die Versicherungsbranche hineingestartet. Und das ist ja sehr trocken, sachlich und eigentlich ein Thema, mit dem sich kaum einer beschäftigen möchte. Ich habe damals auch im Controlling begonnen und war eigentlich mit den Zahlen vertraut. Mhm. Doch was mir gut gefallen hat, ist, und was mich sehr inspiriert hat, von den Vertriebsleuten zu lernen, wie man verkauft. Mhm. Wie man Fachliches ja einfach schön einpackt und an Frau und Mann bringt. Und da habe ich eigentlich wirklich gelernt. Und ich habe gelernt, meine Zahlen zu verkaufen. Mhm. Also da war eigentlich der Beginn und der Start. Und mein Chef hat dann immer gemeint, komm, mach doch mal, Monika. Start doch mal hinein. Du kannst doch gut zuhören und Fragen stellen. Und so hat sich das Ganze eigentlich einmal zu Beginn entwickelt. Bin eigentlich sozusagen immer mehr in das Thema Präsentieren hineingekommen, führen, und dann war immer die Chance nach einem weiteren Weg gegeben. Sehr schön. Was war denn dein humorvollstes Erlebnis bei so einer Präsentation aus den letzten Jahren noch in deinem Angestellten-Dasein? Naja, das Humorvollste war eigentlich, waren viele, viele, viele Momente. Das, was mich immer sehr bewegt hat, ist, wenn wir gesessen sind nach 2 oder 3 Tagen Strategiesitzung mit 450 oder gefühlten 1000 PowerPoint-Folien. Jeder ist am Abend gesessen. Aber das, was einfach toll war, war einfach immer die Momente danach nachzubesprechen. Dass wir hatten immer sehr viel Spaß an dem, was wir getan haben, und haben dann diese vielen PowerPoint-Folien am Abend eigentlich sehr punktuell immer bei einem Glas Wein oder bei einer Packung Soletti ja, besprochen. Und das sind eigentlich die Momente, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Apropos, du wolltest doch deine Solettis mitbringen. Hast du dabei? Sehr gut. Soletti, also, ist immer dabei. Ja, liebe Teilnehmenden, eines Tages hat mir bei einem Zoom-Meeting die liebe Monika erzählt, sie braucht jetzt ein Soletti. Und ich habe sie natürlich ganz verwundert gefragt, was das überhaupt ist, weil da hat sich sofort die Sprachgrenze zwischen Deutschland und Österreich aufgetan. In Deutschland heißt es Salzstangerl. Ja, bei uns ist doch ganz klar, was Toilette sind, oder? Diane, hilf mir. Die Nina wird es auch. Nina, genau. Thomas, schreib mal, wo du herkommst, dass wir einschätzen können, ob du mit Solettis unterwegs bist oder eben mit Salzstangen. Außerdem schreibt uns der Thomas einen Kommentar. Schade, er ist leider schon wieder weg. Und ich kann dich beruhigen, das Live wird aufgezeichnet, Thomas. Du kannst es dir auch im Nachhinein anschauen. Der Andreas ist ein bisschen neugierig und will wissen, warum dieses Getränk rosa ist, liebe Monika. Ja, super Frage. Ganz speziell auch etwas aus dem Burgenland. Das ist jetzt kein Wein, sondern das ist Uhudler-Traubensaft. Und den Uhudler, den gibt es nur im Burgenland, weil das eine spezielle Rebsorte ist. Und daraus kann man auch einen normalen Traubensaft machen und mit Sodawasser aufgespritzt. Okay, okay. Sehr, sehr schön. Und vor allem farblich passend, kann ich dir als Farbexpertin ohne weiteres bescheinigen. Herzlichen Dank. Oh, der Thomas hat noch ganz schnell eingeschmissen. Er kommt aus Neumarkt in der Oberpfalz. Das ist wunderbar, weil Neumarkt in der Oberpfalz, das ist mir natürlich sehr vertraut. Das ist relativ nah bei uns. Und der Sascha bestätigt, Solettis sind eine Sucht. Kann ich bestätigen, auch wenn ich keine Solettis, sondern eben die Salzstangen habe. Monika, lass uns doch zum zweiten Punkt übergehen, den du für uns vorbereitet hast und mitgebracht hast. Genau. Was ist dein zweiter Diamant für uns? Der zweite Diamant ist
Ich glaube, das werdet ihr alle ganz gut kennen bei einem Meeting, ist die gute Vorbereitung. Das ist eigentlich ein wesentlicher Punkt und das macht im Normalfall natürlich auch ein gutes Meeting aus. Was meine ich damit? Wenn wir auf so eine Reise gehen, um auf das Bild der Reise wieder zurückzukommen, dann stelle ich mir doch auch die Frage, wo geht es denn hin? Geht es am Strand? Geht es in die Berge? Was will ich? Und was wollen eigentlich meine Mitreisenden? Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wenn wir in einem Meeting auf so eine Reise gehen, ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Mir war es früher immer so, ich habe 10 Punkte und die will ich unbedingt auf die Agenda. Aber ja, das kenne ich. Ja, aber diese 10 Punkte werden wir niemals schaffen, wenn wir nur eine Stunde Zeit haben für ein Meeting. Und da habe ich als Tipp immer gerne meinen Aha-Effekt mit für so eine gute Vorbereitung. Wollt ihr wissen, was der Aha-Effekt ist? Aber sicher. Ja, der Aha-Effekt ist einfach ein Synonym, das dahinter steckt, ein Akronym. Das A steht für Aufmerksamkeit wecken. Das bedeutet, so wie es die Ute ja gerne angeteasert hat, herzlich willkommen ist niemals mein erster Satz, wenn ich ein Meeting starte. Aber warum? Weil es 10 Minuten davor öffne ich schon den Raum bei einem Meeting und lasse die Teilnehmenden ankommen. Ich habe da einen schönen Begriff gehört, der nennt sich Art of Hosting. Das bedeutet, Gastgeber zu sein, ein Meeting-Gastgeber zu sein und auch die Teilnehmenden ankommen, wohlfühlen lassen, einfach einmal aus der Hektik kurz, vielleicht ein bisschen plaudern, bevor man dann das Meeting startet. Und dann zum Beispiel mit einer Geschichte, ich nehme heute gerne das Bild oder die Reise als Bild mit, auf der wir uns bewegen, mit einer Geschichte zu starten, auf die ich immer wieder zurückkommen kann. Das wäre mal das A. Was meinst du? Wollen wir weiter schreiten oder wollen wir zwischendurch? Sag doch nochmal, für was das Aha steht. A für Aufmerksamkeit? Ja, H für hirngerecht. Okay. Und das A steht für Aktion. Und das vergessen wir meistens. H, hirngerecht, ich glaube, das ist noch an jedem ein bisschen Begriff. Das, was wir meistens bei Meetings machen, ist ja eine PowerPoint vortragen. Mhm. Am besten lesen. Aber das bedeutet gerade online ablesen. Ist ja, ablesen oder betreutes Lesen. Auf das kommen wir dann noch zurück. Hirngerecht bedeutet, dass man gerade online so kleine Häppchen macht. So 5 bis maximal 8 Minuten, in denen man alleine spricht. Und dann lädt man zum dritten wieder zur Aktion ein. Sprich, ich gebe den Teilnehmenden etwas zum Nachdenken, stelle eine Frage, schicke sie zum Beispiel in den Online-Räumen, es ist sehr, sehr einfach, eine Gruppenarbeit zu machen, ein Breakout zum Beispiel zu machen. Das sind so kleine Elemente, die man bei einer Vorbereitung wichtig beachten muss bei der Planung. Gut. Da möchte ich vielleicht einiges ergänzen, und zwar zum Stichwort gehirngerecht. Mhm. Wie lernen Menschen überhaupt? Und wie lernen Menschen leicht? Ich empfand es als Kind und junges Mädchen immer wirklich als eine Körperverletzung, wenn man mir die dicken Schmöker in der Schule hingelegt hat. Und ich habe zwischen Seite 1 und Seite 350 keine einzige Grafik, keinen einzigen bunten Fleck gefunden, keine einzige Ablenkung für meine Augen. Mhm. Und die waren da richtig sauer drüber. Und ich hatte überhaupt keinen Spaß, mit solchen Arten zu lernen. Mhm. Deswegen sind natürlich alle Möglichkeiten, wie man etwas bildhaft darstellt. Die Monika hat gleich am Anfang einen wunderbaren Vergleich gewählt, einer Reise. Sie hat diese Reise mit einbezogen in unser Gespräch als einen Vergleich, auf was wir uns begeben. Und diese Bilder, diese
Symbole, diese Vergleiche, die sind für unser Gehirn wie Honig und Met zusammen. Davon ernähren wir uns. Und das sind Bilder, die bleiben hängen. Mhm. Zahlen, Daten, Fakten entsprechen unserer linken Gehirnhälfte. Und da haben wir maximal Schwierigkeiten, die zu behalten. Die Bilder, die Farben, die Symbole, die vergleichenden kleinen Stories und Geschichten, die gehören zu unserer rechten Gehirnhälfte, zu unserer intuitiv kreativen Auffassung und Wahrnehmung, und die behalten wir. Und die, mit denen können wir wunderbar weiterarbeiten. Ja, da gebe ich dir recht. Und wer zum Beispiel für mich ein großes Vorbild war, und das eigentlich schon in den 70er Jahren, das ist die Vera Birkenbiel. Mhm. Das ist eine großartige Trainerin, die damals schon Vorträge gehalten haben, die einfach wirklich beide Gehirnhälften einfach total angesprochen haben. Jetzt habe ich gerade noch Besuch von neuen Gästen. Der Christian Rahn grüßt uns aus dem Rheinland. Hallo Christian. Hallo. Die Michaela ist dabei und sie schreibt uns, visualisierte Vorträge gebe ich zum Beispiel und gebe den Teilnehmern dadurch Raum. Anschließend lade ich zur Interaktion ein. Das ist genau das Vorgehen, was wir hier auch kommunizieren, Michaela. Und du machst das ganz automatisch schon richtig. Der Berg grüßt uns aus Stuttgart. Hallo, guten Morgen, Berg. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Und die Michaela ergänzt, diesen Raum gebe ich zum Nachdenken, um sich zu erkennen, um Situationen zu erkennen, schreibt sie. Und daher zeichne ich gerne emotionale Bilder. Wunderbar. Der Christian gibt uns eine Botschaft. Bin leider etwas zu spät, fangt nochmal. Das machen wir glatt, lieber Christian. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir steigen gleich am Anfang ein. Du hast und schicken dir in der Zwischenzeit die PowerPoint-Folien zu. Ganz genau. Du musst nur 20 Minuten nachhören. Das ist ein Klacks für dich. Liebe Monika, unser dritter Punkt. Auf den komme ich gleich. Ich möchte der Michaela ihren Punkt noch mit aufnehmen. Das Visualisieren ist besonders wichtig. Und das Visualisieren, das Emotionale ist wunderschön. Und das, was die Michaela macht, ist natürlich ein Profi, den man sich auch einladen kann, zum Beispiel. Und wie ihr seht, meine Botschaften da hinten sind jetzt nicht besonders schön. Sie haben nur einfach eine normale Schrift. Und da möchte ich euch einfach einladen. Seid ein wenig unperfekt. Ja. Ja, also. Deswegen kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, ja. Weil, wie ihr seht, haben die Ute und ich auch keine PowerPoint-Folien. Ich mag euch dazu ja anstiften, weniger Folien in euren Meetings vor allem zu verwenden. So, jetzt schauen wir mal. Wie ihr seht, da hinten mit einer Wand und mit einem Klebeband kann man gut auch die Punkte ergänzen, die man währenddessen zum Beispiel vorträgt. Und genau weniger Folien, da möchte ich euch wirklich mit wieder auf die Reise nehmen. Wenn wir so eine Reise, wir sind jetzt noch immer bei der Ute, wir sind am Weg zur Ute nach Nürnberg. Und also ich bin nicht diejenige, die einen Reiseschmöker von 500 Seiten durchliest. Nicht? Nein. Nein, nicht wirklich. Und das muten wir aber fast immer unseren Meeting-Teilnehmenden zu. Sehr gutes Bild. Ja. Also das ist schon ein Punkt, wo ich sage, wir klatschen PowerPoint-Folien vor unsere Teilnehmenden, vielleicht sogar in 12-Punkt-Schrift, in ganzen Sätzen. Was passiert? Gerade online ist es noch extremer. Online schauen wir direkt auf den Bildschirm.
und lesen sofort. Das heißt, die Botschaft, die der Meetingleiter oder der Moderator uns mitgeben will, die ist schon wieder weg. Zwei Punkte dazu, liebe Monika. Im Sinn eines bewussten Business beginnen da ganz, ganz interessante Interaktionsstränge. Mhm. Und zwar ist der Meetingleiter auf einer vollkommen anderen Informationsstrecke unterwegs, mhm, wie der Zuschauer. Der Zuschauer, der hängt nämlich an den Folien und liest. Und der liest mit Sicherheit nicht im gleichen Takt, wie der Trainer vorliest, sondern der liest schneller oder der liest langsamer. Das heißt, einen sicheren Punkt, um deine Teilnehmer zu verlieren, ist der, eine Folie vorzulesen. Genau. Kennst du das auch? Ja, ich nenne es gerne selber betreutes Lesen. Mhm. Und wenn man so hineinfragt, also ich war bei einem Vortrag, wo ich hineingefragt habe, warum machen wir das denn eigentlich? Warum machen wir PowerPoints? Vielleicht haben die Teilnehmenden auch einen Impuls, warum sie glauben, dass die Meetingleiter das oft machen. Mhm. Ich habe ganz viele Wortmeldungen. Ja. Der Christian schreibt, unser Gehirn kann Bilder, Grafiken, Visualisierungen 60.000 Mal schneller verarbeiten als reinen Text. Eine tolle Information, Christian. Herzlichen Dank. Die Michaela bedankt sich bei dir, Monika. Jetzt bekomme ich Farbe und ja, bitte nicht perfekt sein wollen. Jeder Strich gibt Ausdruck, das kann jeder. Hier kommt noch eine Ergänzung. 12-Punkt-Schrift, gähn, einen Kaffee bitte. Wunderbar. Christian wirft ein Folienlenken vom Vortragenden oft ab, ganz genau. Und die Michaela gibt uns noch eine Information. Sie sagt nämlich, die Schrift, die sie verwendet, ist oft 40 bis 60 Punkt groß. Mhm. Das ist wunderbar. Also die sind nicht zu übersehen. Das hat Christian von mir. Und da schreibt Christian noch, Michaela, ich mache die 70-7-Regel. Schriftgröße, dass ein 70-Jähriger es lesen kann und Inhalt, dass ein 7-Jähriger es versteht. Ihr seid großartig und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr so toll mitarbeitet und so macht ein Live wirklich richtig Spaß. Ich habe noch eine kleine Demonstration. Ich arbeite mal gerne mit dieser kleinen vorbereiteten Pappe, auch anstelle von einer Folie. Dieses Modell kennen ganz viele und uns das auch bezogen auf Meetings wieder ins Bewusstsein zu rufen, kann uns helfen, die ganze bunte Welt der Symbole, der Zeichen, der Karten, der Schriften, des direkt Geschriebenen abzurufen und dadurch unsere Vorträge lebendig zu halten. Da würde ich gerne noch jetzt einmal kurz abtauchen. Gerne. Ich habe noch eine Flasche mitgebracht. Eine Flaschenpost, oft genannt das E-Mail im vorgängigen Leben. Ne? In dieser Flaschenpost habe ich etwas vorbereitet für euch. Mhm. Klasse, Monika. So. Und dazu passt vielleicht dieses Zitat ganz gut, wenn wir um das Thema weniger Folien reden. Dinge sind nicht so, wie sie sind, sondern wie wir sie machen. Mhm. Und das ist das, was ihr jetzt gerade geschrieben habt in den Beiträgen, im Chat und auch die Ute gesagt hat. Im Endeffekt kommt es darauf an, wie wir es inszenieren. Und dieses schöne Bild und diese Botschaft habe ich zum Beispiel letzte Woche bei meiner Weiterbildung bei der Barbara Messer kennengelernt. Mhm. Wir hätten euch die Folie einfach zeigen können,
mit dem Zitat, aber es hätte nicht die gleiche Wirkung. Message in a bottle. Super. Und was passiert? Haben wir sofort dieses Musikstück im Kopf und verbinden es mit den virtuellen Bildern, die uns die Monika gerade mit der Flaschenpost und dem Zitat angeboten hat. Klasse. Vom Christian kommt ein dickes Kompliment und auch die Diane sagt, die Flaschenpost, wie klasse, du hast immer so gute Ideen. Dankeschön, sind nicht von mir, muss ich gestehen, sind geklaut, aber gut. Geklaut. Gut geklaut, ist halt gewonnen. Dankeschön. Monika, was ist unser nächster Schritt? Ein wichtiger Punkt, den hat die Michaela zuerst schon angesprochen. Nach der Visualisierung geht es ja darum, dieses Sachthema, das man darüber bringt. Meistens wollen wir dann doch irgendeine Diskussion, oder? Wir haben vielleicht ein Ergebnis, das wir diskutieren wollen. Wir brauchen vielleicht eine Idee, ein besseres Produkt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir brauchen Klarheit in der Diskussion. Und das bedeutet aber auch wiederum, dass wir uns überlegen, wenn wir so ein Sachthema vorbereiten und etwas Bestimmtes bearbeiten wollen, was wollen wir denn eigentlich von den Teilnehmenden? Wollen wir, dass sie uns Ideen liefern? Sollen sie irgendetwas Bestimmtes umsetzen? Und genau so muss ich dann auch die Fragen anleiten. Also ein wichtiger Punkt nach einem Sachthema bzw. einer Diskussion, der dazugehört, ist Fragen leiten. Mhm. Und das gehört vorbereitet. Mhm. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, wie gestalte ich danach so eine Frage? Mhm. Monika, vielleicht kannst du für unsere im Nachgang hinzugekommenen Gäste vielleicht noch einmal diese kleine vorbereitete Folie beziehungsweise die Karte zeigen mit den drei Aktionsaufforderungen. Bitte. Gerne. Ich lade die Teilnehmenden gerne vor einem Vortrag oder vor einem Meeting dazu ein, dass sie sich die Dinge mitnehmen, die für sie wichtig sind. Ich habe zwar so meine Gedanken, ne? Aber jeder hat natürlich ein anderes Vorwissen und deswegen ist was anderes für ihn wichtig. Und deswegen lade ich diejenigen ein, die jetzt dazugekommen sind, sich einfach ein Blatt Papier herzunehmen und etwas draufzuschreiben, nämlich mit drei Punkten. Das eine, das merke ich mir. Das zweite wäre, das nützt es mir. Und das dritte wiederum ist das böse Tunwort. Also vielleicht diejenigen, die ja schon länger dabei sind, könnten jetzt den Punkt notieren, was sie von dem, was sie schon gehört haben, vielleicht tun möchten. Super, danke, dass du es nochmal wiederholt hast. Kriegst auch gleich ein wunderbares, schönes Feedback von der Michaela. Das ist wirklich richtig schön und auch eine ganz klasse Idee. Achtung, wir sind ja eigentlich noch da. Klarheit in die Diskussion bringen. Der Christian schreibt, er sei als Pirat unterwegs und sagt, das klaut er sich. Perfekt. An der Stelle, liebe Monika, plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Na gut. Na gut. Und geben Tipps weiter, wo ein wirklich interessierter Meetinggeber oder jemand, der mit diesen Utensilien arbeiten möchte, diese Dinge beziehen kann. Wenn du das für Österreich nennen könntest, dann kann ich das nämlich auch für Deutschland weitergeben. Ich will deine Wand. Also im Grunde genommen ist meine Hauptbezugsquelle, was das Thema Moderation betrifft, Neuland. Neuland ist in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz vertreten.
Allerdings muss ich gestehen, ich habe fast alle Dinge, die ich da jetzt vorbereitet habe, hat man fast immer zu Hause. Ein Blatt Papier und für die Handwerker unter euch so ein Klebeband. Doppelseitiges Klebeband. Ja, aber Vorsicht, die leichten, also wo man normalerweise was an der Wand abpickt, damit sich nicht die Wand wieder löst. Und damit habe ich an und für sich meine Moderationskarten festgeklebt an der Wand. Also ich versuche Dinge immer einfach zu halten, damit die Hürde nicht so groß ist, wenn man selbst umsetzen möchte. Ja, ich habe jetzt leider kein Ass mehr im Ärmel, weil bei uns ist Neuland in Deutschland genauso die führende Adresse für diese Dinge. Aber ich kann es noch ein bisschen ergänzen. Und zwar gibt es, vielleicht ist da, habe ich da sogar noch für dich als Profi eine neue Info, liebe Monika. Bei Neuland gibt es kleine Karten, Folien und Formen in richtig knalligen, bunten Farben. Die haben eine beschichtete Folie hinten dran und die kannst du auf Stoff, auf Haare, auf Wand, auf Leder, auf was auch immer drauf picken und wieder abziehen. Die sind restlos wieder verwendbar. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Das habe ich mir bei der Sandra Dirks geklaut. Die schneidet aus diesen bunten Folien zum Beispiel, wenn die unterschiedliche Teilnehmer mit Namen auflisten möchte auf ihrer Wand, schneidet die lauter bunte Leiberl, sagt ihr, glaube ich, Ja, in genau. Österreich. Bei uns heißt es T-Shirts aus und schreibt auf die T-Shirts auch mit durchsichtigen kleinen Folien die Namen von den Teilnehmern. Und das sieht so lieb aus, das sieht witzig aus. Und vor allem, sie kann dann am Flipchart oder an der bunten Wand im Hintergrund diese Dinge auch noch einmal verschieben. Und kann damit wirklich total interaktiv umgehen. War eine sehr, sehr schöne Idee von ihr, die mir gut gefallen hat und die ich damit einbringen wollte. Die ist wunderbar. Du hast nämlich, also ich bin ein riesengroßer Fan von der Sandra Dirks und das ist meine erste Impulsgeberin gewesen, wie man zum Beispiel Flipcharts überhaupt zeichnen kann. Wie kann man eine Schrift machen? Das ist ein wunderbarer Tipp. Die Klebebänder, die sind sogar im Baumarkt erhältlich, ne? Baumarkt, ja. Ganz genau. Ansonsten, ich meine, ich zeige euch jetzt nicht, wie es bei mir da unten aussieht. Ja, ich kann noch mal kurz abtauchen. Das sind diejenigen, die so einfach so kleben. Das sind diese E-Statics. Die gibt es in klein oder Genau. in groß. Und die kann ich dann natürlich auch super dann Sieht man ohne. nicht. Ah, Nimm es mal und bitte auf die andere Seite. so, genau. Ja, genau. Punkten. Super. Klasse. Monika, wir haben doch noch einen Punkt, oder? Genau. Bei den Fragen würde ich gerne noch was ergänzen, wenn ich darf, als Sehr Tipp. gerne. Wir waren jetzt noch bei den Fragen, die leiten. Jetzt ein paar Tipps habe ich ja schon, sind ja nachzulesen. Ein Tipp, den ich euch heute gerne geben oder mitgeben möchte, ist die Fragestellung aus der Retrospektive. Was bedeutet das? Man schaut in der Retrospektive ein bisschen auf die Teamarbeit zurück. Und da helfen drei Fragestellungen gut, um in ein Thema einzusteigen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an Meetinggestaltung denke, wovon wollt ihr denn weniger? Das ist die Frage Nummer eins. Oder wenn ich an Meetinggestaltung denke, wovon wollt ihr denn mehr? Das ist die Frage Nummer zwei. Und die dritte Fragestellung ist dann, okay, was ist aber schon gut und was schätze ich? Was wollen wir denn beibehalten? Und diese drei Fragestellungen, die kann ich bei einem Beginn eines Meetings nutzen, nach einem Sachthema, zur Vorbereitung. Das ist einfach eine Fragestellung oder die drei Fragestellungen, wo man wunderbar einsetzen kann.
so als Ergänzung zu den Fragetechniken. Wollen wir die Zickzack-Fragen nennen? Ein guter Also, Punkt. Wovon wollen wir mehr? Das ist die Zukunft. Wovon wollen wir weniger? Das ist die Vergangenheit. Und was bleibt gleich? Ist die Zukunft oder die Gegenwartsanalyse. Richtig, genau. Super. Unsere Zickzack-Fragen. Unsere Zickzack-Fragen. Du hast immer so schöne Bilder. Wie du es auch das letzte Mal in einem Kommentar einfach ergänzt hast mit der Meeting-Gesundheit. Genau. Wir sorgen für die Meeting-Gesundheit. Gut, dann gehen wir zum nächsten Punkt, oder? Du willst mich schon in den letzten Punkt hinein bewegen, oder? Nein, noch nicht. Bitte lass mir noch 2 Sekunden. Wir haben nämlich noch Kommentare von Nina. Da bin ich dabei mit weniger Folien. Ja, es macht ja auch viel mehr Spaß, ne, Nina, wenn man nicht so ein Folienpaket mit 24 im Vorfeld vorbereiten muss, sondern wirklich so eine kleine Geschichte dabei hat, wie man das aufbereiten kann. Also da kann ich mir auch eine Scheibe abschneiden und das in Zukunft ergänzen. Vielen Dank, liebe Monika, für die Infos und für die Hinweise. Ja, einen habe ich noch. Den möchte ich vielleicht noch mitgeben. Der Jeff Bezos, den kennen wir alle ganz gut, unseren Amazon-Gründer. Und der verwendet einen ganz besonderen Trick zu Beginn eines Meetings. In diesen ersten 10 bis 15 Minuten wird nämlich nur gelesen, aber jeder in seinem eigenen Tempo. Das heißt, die Vorbereitung ist eigentlich ein Dokument, in dem sozusagen die Teilnehmenden abgeholt werden. Weil genau das ist ein wesentlicher Punkt, den du schon angesprochen hast, Ute. Der Vortragende oder der Meetingleiter ist meist voraus und die Teilnehmer sind noch nicht auf dem Punkt. Und da passt zu dieser Reise vielleicht noch ein gutes Bild, das GPS, das wir kennen. Das G steht so ein bisschen für das Goal, also wo will ich denn hin, das Ziel, das einfach noch einmal zu schärfen. Dann das G steht eigentlich mehr, okay, das P steht eigentlich mehr für Position, also wo stehe ich denn eigentlich? Wirklich nachzudenken, was ist mein Ziel, was wollen die Teilnehmenden, wo stehen die denn jetzt? Und wirklich von dieser Position, von dem Start zu dem Ziel hinzuführen, nämlich mit dem S, mit ganz kleinen Schritten. Und das ist das, was wir eigentlich heute auch machen. Wir machen eine Reise von Analogistan nach Digitalien in kleinen Schritten. Sozusagen ein Häppchen mehr und nach dieser Stunde hat jeder schon vielleicht ein bisschen mehr Idee davon, was merkwürdig bedeutet. Toll. Gerade fällt mir ein, dass ich eine wunderbare Übung für Trainings mit Sekretärinnen und Assistentinnen früher vermittelt habe, die zum Stichwort Bildschirmmüdigkeit, Christian, wunderbar passt. Wenn wir mehrere Stunden pro Tag sogar im selben Abstand und in derselben Körperhaltung vor einem Monitor sitzen, vor der Kamera sitzen, wird unsere Muskulatur durch die einseitige Belastung ziemlich angespannt. Und nicht nur unsere Nacken- und Schultermuskulatur und die Oberarme, sondern auch die Augen. Die Augen fangen an, lange nicht mehr so gut hin und her zu zoomen. Und wenn ihr Lust habt, das Einverständnis von Monika vorausgesetzt, machen wir einen kleinen Sidestep in so eine Übung. Also, die Schultern rollen von vorne nach hinten oder auch andersrum, von hinten nach vorne, richtig kreisen lassen. So, wunderbar. Kleine Übung. Nächste Übung. Kopf drehen und schauen, wie weit wir auf die linke Seite kommen und wie weit wir auf die rechte Seite kommen.
Wenn man das ein paar Mal macht, wird man merken, dass der Winkel, den der Kopf einnehmen kann, mit der Dehnung der Nackenmuskulatur auch größer wird. Und dritte kleine Übung ist, oft ist es so, dass wir hinter unserem Monitor auch noch eine Ebene in unserem Raum oder in unserem Zimmer haben. Das kann ein Fenster sein, es kann eine Tür sein, es kann ein Schrank sein. Monika, hast du hinter deinem Schreibtisch noch eine Ebene im Raum? Ich habe sie vor mir. Ich schaue direkt auf das grüne Feld. Ganz genau. So, und diese Augenübung geht folgendermaßen. Man nimmt sich die Kanten von dem Schrank und hält den Kopf gerade, unbeweglich, und fährt mit den Augen an den Kanten des Schrankes entlang. Man kann auch die Kanten der Wand des Raumes nehmen und fährt an den Kanten der Wände des Raumes entlang. Das sorgt dafür, dass sich die Augen bei beibehaltenem Blick in Richtungen bewegen müssen, die sie jetzt in der letzten Dreiviertelstunde nicht eingenommen haben. Und allein diese unterschiedlichen Augenbewegungen, rechts, links, oben, nach unten, die entspannen die Augenmuskeln wieder etwas. So, vielen Dank für den kleinen Einschub und danke, dass ihr mitgemacht habt. Monika, an dich geht's Wort. Ja, super. Da würde ich gleich vielleicht alle noch gerne wieder auf die Metaebene nehmen. Das, was die Ute gemacht hat mit uns, das nennen wir in der Fachsprache gerne Energizer. Das bedeutet, bei jedem Meeting, das wir ja mit den Teilnehmern eigentlich machen, ist es wichtig, das, was der Christian auch angesprochen hat, diese Bildschirmmüdigkeit eben ja aufzulockern. Das heißt, wir machen, wenn wir längere Sessions haben, immer in einer Stunde auf jeden Fall so einen Energizer, den die Ute gerade angesprochen hat. Das heißt, ein bisschen Bewegung. 2-3 Minuten und schon hat man wieder ein bisschen Frische im Kopf. Das, was der Ute auch sehr wichtig ist bei dem Punkt. Und ja, Pausen sind natürlich auch wichtig. Und der letzte Punkt, auf den wir jetzt eigentlich schon kommen, wir haben jetzt schon 10.47 Uhr. Wenn wir so auf eine Reise wieder gehen, dann ist auch die Frage, bin ich eher so ein stiller Passagier, also bin ich gerne in einem All-Inclusive-Club und lass mich vielleicht berieseln? War ich auch früher. Sind die Club-Med-Vorträge. Ja, genau. Oder möchte ich eigentlich ein Teil von dem Meeting sein? Und das ist der letzte Punkt. Und deswegen ist er orange. Warum ist er orange als letzter? Aktive Teilnehmende, weil das ein wichtiger Punkt ist. Wir sind keine Passagiere. Ein Moderator hat nicht die Aufgabe, alles zu tun. Jeder Teilnehmende ist aufgefordert, mitzutun. Mhm. Und um das geht es, weil es geht darum, nicht die Folien vorzulesen, sondern das Schwarmwissen zu nutzen. Mhm. Jeder hat unterschiedliche Erfahrungen mit dem Thema. Und genau das gilt es in einem Meeting-Design zu designen, zu gestalten. Darauf ist Wert zu legen, wenn ich ein Meeting mache, dass wir Zeit und Raum haben, eben zu diskutieren und die stillen Teilnehmenden auch hervorzuholen und natürlich in die Aktivität bringen, damit es eben kein All-Inklusiv wird. Während du das hinpinnst, Monika, unseren letzten Punkt der aktiven Teilnehmenden, also da konnten wir uns, glaube ich, heute wirklich nicht beschweren, weil so viel Mitarbeit und so viel Kommentare und so viel tolle Inputs von euch, ein ganz herzliches Dankeschön. Die Diana schreibt, bei mir gibt's Flashdance-Pausen, tolle Sache. Die Michaela hat ein Wort geprägt, das finde ich genial, nämlich den Vortragssport. Super.
Großartig, danke schön. Und der Christian schreibt noch Animation. Perfekt, das wunderbar. Mag ich. Wenn ich selbst immer was dazulerne, dann ist es genau richtig gewesen. Ganz genau. Monika, wollen wir noch mal zusammenfassen? Da bist du der Expertin. Jetzt schieb die doch den schwarzen Peter zu mir. Na sicher, aber schließlich muss jeder was tun von uns, ne? Ja, das ist super. Pass auf. Also, bei uns ging es um die 5 Tipps für richtig merkwürdige Meetings, in denen die Teilnehmer von den Vortragenden mitgenommen werden, wo die Spaß haben und wo die auch dabei sind. Unser Punkt 1 war die Sache mit der Aufmerksamkeit. Nimm die Teilnehmenden mit, damit die nicht nur die Konsumierenden sind, sondern damit die wirklich auch voll bei dir sind. Und die Aufmerksamkeit hat sich auch bezogen auf die paar Minuten vor den Meetings, ne? Also, dass wir diese Zeit schon nutzen können und so einen kleinen Smalltalk die Teilnehmenden hereinholen, energetisch abholen und bei uns und zu uns holen. Ein Meeting will gut vorbereitet sein. Wir können in kein Meeting einsteigen und es einfach mal so aus dem Ärmel schütteln und dann erwarten, dass wir eine ganze Regie hier erleben, so wie es die Monika für uns vorbereitet hat, und einen immer wieder Highlights erleben und wieder eine Überraschung und hier eine Flaschenpost und da ein Zitat. Das will vorbereitet sein und das braucht auch. Und jetzt eine energetische Formel aus dem bewussten Business. Je mehr an Energie, an Liebe, an Detailorientierung in eine Sache hineinfließt, desto mehr kann von unseren Teilnehmenden zurückkommen. Der dritte Punkt war die weniger Folien. Das ist uns so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir es oft mal gar nicht mehr merken, dass wir auf die Folien eigentlich verzichten könnten. 3, 4, 5 Stichpunkte. Visualisiert mit Karten, mit bunten Papieren, mit Markern, die wir vielleicht vorbereitet haben, lässt unsere Teilnehmer viel, viel wacher bei uns und die sind closer mit uns dabei und bei unserem Thema. Die Klarheit in der Diskussion. Also wir brauchen einen roten Faden. Wir brauchen jemanden, der auch sagt, das müssen wir zurückstellen. Wir brauchen Wiederholungen, so wie wir es jetzt machen. Wir holen noch immer diese 5 Punkte rein. Und wir sorgen natürlich auch dafür, dass wir die Punkte immer wieder gegeneinander stellen, die Fragen leiten, war ein kleiner Sidestep, der auch immer wieder Orientierung bietet. Und ein guter Hinweis von dir, Monika, war der, dass du sagtest, hallo, also ein Meeting ist keine Ein-Mann-Moderation oder Ein-Mann-Beschallung, sondern da müssen schon die anderen auch mit ran. Das habt ihr heute gut gemacht. Wir haben die aktiven Teilnehmer, ganz genau, die machen das Meeting lebendig und eure Einwürfe, eure Beiträge, eure Kommentare machen es einfach schön. Mit einem Kommentar von der Michaela. Ihr wart toll. Monika, auch ein großes Danke an dich. Ute weiß ja eh schon, dass ich sie lieb habe. Ach, ich drück dich. Ja, also die Monika, die hat es echt richtig drauf mit den Meetings. Wo sie zu erreichen ist, weil stellt euch vor, die kann das sogar so gut, dass diese Dinge von
ja kaufbar sind. Also man kann sich sowas holen, wenn man, und das ist ein Gedanke, den ich am Schluss mitnehmen möchte. Die Erfahrung zeigt, dass ganz viele, die überwiegende Mehrzahl von Videoteilnehmern oder Zuschauenden eigentlich erst nach dem Live passieren. Und da ist mein Hinweis an alle Teamleiter, an alle Abteilungsleiter, stellt euch einfach vor, was ihr an Energie, Zeit und Geld spart, wenn ihr diese Meetings, diese Zeit, in denen das mittlere bis höhere Management pro Tag in Meetings ist, wenn ihr die kurzweilig, merkwürdig, interessant, humorvoll und abwechslungsreich gestaltet und sogar womöglich noch kürzer als die Zeit, die man benötigt. Und da kann ich euch nur empfehlen, da ist die Monika, die Dame eurer Wahl. Weil die macht euch richtig humorvoll in euren Meetings und vermittelt euch, wie die Sache geht. Wow, vielen Dank, Ute, für diese Promotion. Und das ist ein wichtiger Punkt, den du ja, Ute, immer triggerst. Und das ist die Kreativität. Fad haben wir es eh oft genug gehabt. Aber es geht darum, die besondere Note, eine besonders merkwürdige Note in so ein Meeting hineinzubringen. Und da geht es nicht darum, meine Methoden zu übernehmen, sondern wir machen deine Note. Deine eigene Duftnote hinterlassen wir, damit man meilenweit riecht. Dieses Meeting ist von dir. Noch zwei Bemerkungen. Die Michaela, perfekt, es kann so viel Einfaches sein. Da hast du recht, wenn wir uns wieder auf die normalen Dinge, auf die wir zurückgreifen, besinnen können. Und vom Christian bekommen wir beide ein tolles Kompliment, super Session, und das sage ich nicht oft. Vielen Dank an Christian, an all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bedanke mich bei meinem Live-Gast, der Monika. Du kriegst auch einen ganz dicken Oh, Hack zurück. nach Österreich. Und ich verabschiede mich mit einem bleibt alle gesund und mit einem pfiffigen und interessanten nächsten Meeting. Super. Tschüss zusammen.